Ich freue mich, dass wir wieder mal zusammen sind. Ja, ich freue mich auch ganz doll. Ich war diese Woche auch beim Fidi. Du warst beim Fidi? Ja, mit 2 Meter Sicherheitsabstand. Ah, das habt ihr aber gut gemacht. Ja, ist doch mein bester Freund, da musste ich noch mal gucken. Das hast du gut gemacht, Johannes. Und? Ja, der Fidi hat gesagt, ich glaub nicht an Gott. Fidi glaubt nicht an Gott, ach so. Darf der das denn? Was? Nicht an Gott glauben. Ja klar, jeder darf das glauben, was in seinem Herzen ist. Was anderes können wir gar nicht glauben. Aber ist Gott nicht doch ein bisschen böse auf den Fidi? Nein, Gott hat uns lieb und versteht uns mit allem, was wir glauben und nicht glauben. Gott weiß ganz genau, wie es mit uns ist. Und dann hat der Fidi gesagt, ich finde das richtig blöd, dass du an Gott glaubst. So? Und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, nur halt aber mal die Luft an. Okay, halt mal die Luft an. Und was hat Fidi gesagt? Gar nichts, der hat die Luft angehalten. Ach so. Ja, ihr könnt ja auch mal die Luft anhalten. Wir? Ja. Okay, lasst uns mal die Luft anhalten. Also jetzt habe ich wirklich richtig Lust gehabt, wieder mal was zu atmen. Ja, ich glaube, die Luft ist ziemlich wichtig. Und der Fidi wurde auch schon ganz blau-grün um die Nase. Das kann ich mir vorstellen. Und ich habe zu ihm gesagt, guck mal, es gibt einige Dinge, die sind sehr wichtig, obwohl man sie nicht sehen kann. Da hast du recht. Gibt es eigentlich auch noch andere Dinge, die man nicht sehen kann und die sehr wichtig sind? Gute Frage, oder? Gibt es noch andere Dinge, die man nicht sehen kann und die sehr wichtig sind? Weißt du was? Ja. Und zwar? Die Liebe. Die Liebe, das ist ja das Wichtigste überhaupt. Kann man nicht sehen. Aber spüren und fühlen. Das stimmt. Wir fühlen, wenn uns jemand lieb hat, oder? Das merken wir. Und die Luft fühlen wir auch, oder? Oh ja, jetzt habe ich die Luft gefühlt. Obwohl man sie nicht sehen kann. Vielleicht ist das mit Gott auch so, ja. Wir können ihn fühlen, auch wenn wir ihn nicht sehen können. Wir können ihn spüren, wenn wir mit ihm reden und wenn wir ihm vertrauen. Ganz genau, dann können wir Gott spüren. Warum kann man eigentlich Gott nicht sehen? Gute Frage. Warum können wir Gott nicht sehen? Hast du eine Idee? Vielleicht, weil wir sonst nicht frei wären. Ich meine, wir müssten ja an ihn glauben, wenn wir ihn sehen könnten. Und jetzt sind wir ganz frei, ob wir glauben wollen oder nicht. Stimmt, das ist auch schön. Wir können uns das selber aussuchen, ob wir mit Gott leben wollen oder nicht. Ich glaube, Gott hat uns sehr, sehr lieb und deshalb lässt er uns so viel Freiheit, damit wir ganz glücklich sind. Das stimmt. Ja, Johannes, das war eigentlich schon genug für heute, oder? Ja, ich finde das total toll, aber hat Gott denn den Fidi auch lieb? Natürlich! Jeden von uns hat Gott genau gleich lieb. Dann sind wir ganz und gar geliebt. Das ist schön. Ein schöner Satz für heute. Alles Gute euch, ihr Lieben. Alles Gute.